Mit Blick auf den Sommer 2018, in dem die Förderlinie nun ausläuft, es werden ja maximal 18 Monate gefördert, soweit ich weiß, vom BMBF, werden die Rufe nach Nachhaltigkeit der Outcomes immer lauter, von diesen vielfältigen und oftmals hochwertigen Outcomes. Und in diesem Zusammenhang verlagert sich meiner Meinung nach das Interesse von OER verstärkt auf die möglicherweise dahinterliegende OEP. Die einer Verwendung von OER dann als Basis und idealerweise dahinter liegen sollte. So eine OEP, wenn man sie so nennen möchte, bedarf eines Zutrauens und Vertrauens, um die, um so ein selbstreguliertes Lernen zu generieren und überhaupt zu ermöglichen. OEP sollte auch immer das Kollektiv in den Blick nehmen und dabei die Arbeitsformen der Kollaboration und Kooperation forcieren. Und letztlich ist es auch so, dass wir, wenn wir offenes Lernen wollen, brauchen und realisieren, eine Demokratisierung und, das ist meine Frage, möglicherweise auch einen Rollenwechsel zulassen können. Ich habe das überschrieben mit Duzen, denn hier, so hoffe ich, kann es einer Begegnung auf Augenhöhe geben. OER, das ist, glaube ich, allen klar, lässt sich am besten mit der Kultur des Teilens verbinden und OER ist ein etwas ganz Kommunikatives, das heißt, das Mitteilen wird mit dem materiellen Teilen verbunden, das ist euch allen klar. Das bringt aber diese Lern- und Arbeitsformen uns näher und auf den Schirm, die eben das Teilen ermöglichen. Und ich denke da nicht nur an diese kollaborativen Arbeitsformen, sondern auch an Kooperation und Koproduktion und vielleicht etwas theoretischer auch an Co-Konstruktion. Und wenn man sich die Rollen von Lehrenden und Lernenden mit OER anschaut, dann muss man sich die Akteure etwas genauer in den Blick nehmen. Und ich möchte gerne danach fragen, ob Lehrende tatsächlich die sind, die mehr Wissen haben, also in einer hierarchischen Relation zu den Lernenden stehen. Verfolgt man die Traditionslinien und die wissenschaftlichen Reflexionen zu Lernen und Lernen, dann kann Lernen auf jeden Fall auf ein relativ breites Spektrum und viele Perspektiven zurückblicken und daraus schöpfen. Konstruktivistische Perspektiven sind gerade am Vogue, die dann psychologisch überformt sind. Das kann man kritisieren, denn die blicken immer nur aus ihrer fachlichen Perspektive daraus. Aber für mich viel wichtiger wäre zu schauen, welche Rollenerwartungen sind bei diesen Akteuren mit verbunden. Und solche Rollenerwartungen ist in der soziologischen Rollentheorie mit Rollendimensionen verknüpft, die ich, wenn man sich die teilenden Arbeitsmodi anschaut, insbesondere die Interaktionsprozesse in den Blick nehmen würden. Und dann möchte man das wissenschaftlich aufbereiten, müsste man nicht nur nach den Akteuren und nach den Rollen der Akteuren fragen, sondern eben auch nach den Aktionen und dem Modus der Aktionen. Man könnte schauen, aus welcher Tradition kommen diese Arbeitsformen und was nehmen sie in den Fokus. Ich glaube, hier haben wir ein Thema, was wir gut erforschen können und wo wir einen Mehrwert für OER und vielleicht noch ein zusätzliches Argumentationsmerkmal, ein gutes Argument für OER in der Lehre finden können, was wir mit Studien belegen und beweisen können. Deshalb glaube ich, sollte die Forschungsfrage, wie sich OER auf das Lernen und Lehren in den Rollendimensionen auswirkt, eine ganz wichtige und beforschende sein.